Am 1. Juli 2015 wird ein Unternehmer als Ehrengast im Hamburger Rathaus empfangen. Der Anlass? Seine Firma feiert 125-jähriges Jubiläum. Begrüßt vom ersten Bürgermeister der Hansestadt, dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz, darf der Unternehmer sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Es ist eine der höchsten Ehrungen, die Hamburg vergeben kann. Der Ehrengast ist kein geringerer als Multimilliardär Klaus-Michael Kühne. Seit kurzem gilt er als reichster Deutscher. Anfang 2024 nämlich hat er den Lidl-Patriarchen Dieter Schwarz vom Thron gestoßen. Forbes schätzt Kühnes Vermögen auf rund 36,4 Milliarden Euro. Er gehört damit zu den 40 reichsten Menschen der Welt. Der Reichtum des 86-jährigen Patriarchen stammt vor allem aus seinem Familienunternehmen, Kühne und Nagel. Das hat der gebürtige Hamburger zu dem gemacht, was es heute ist. Einem der umsatzstärksten Logistikkonzerne Europas mit rund 81.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Kühne gibt sich gerne als Mäzen. Klassische Musik sponsert er besonders gern.